Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, die letzten Meter nach Schluchtrand, was auch immer uns dort erwarten mag, ich habe keine Ahnung. Und dann gehen wir mal zu Pharaohs Grab in der Nähe von San Francisco, würde ich mal sagen. Also heute wird nur Hauptstory gemacht, es sei denn, ich werde wieder irgendwie abgelenkt, von Lagerfeuern zum Beispiel. Ich hoffe, das hält sich in Grenzen. Da ist noch ein Lagerfeuer, das würde ich auf jeden Fall gern mitnehmen. Es schadet nicht, mehr als genügend Schnellreisepositionen zu haben. So, wenn das Reinhold schön beisammen steht, sammle ich alles ein. Da gibt es hier noch ganz viel. Wir haben es zwar im Überfluss, aber ich sammle gerne. Ich bin so eine richtig kleine Loot-Bitch. War ich schon immer. Werd mich auch nicht ändern. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Dann hoffe ich, dass ich das rausschneiden werde. Oder zumindest nicht direkt ins Mikro machen werde. Na, es verzieht sich wieder. Da ist eine neue Quest. Da ist das Lagerfeuer. Komm, plopp auf. Und da ist noch ein Rebellen-Außenposten. Ich glaube, den müssen wir auch noch kurz erledigen. Der ist ja nur 100 Meter entfernt. Also das können wir ja nicht machen. Schnellreisen können wir hier auf jeden Fall wieder hin. Da gibt's Blümchen, die mich heilen. Her damit. Beziehungsweise Beeren. So viel zu nur Hautquest, oder? Ist egal, wir schaffen es trotzdem. Zeit muss für beides sein. Komm her, du Schwein. Ich brauch dich doch. Ja, wieder lila Zeug. Ich mag mein lila Zeug. So, da ist noch ein Lagerfeuer. Ganz schön viele hier in der Nähe. Nochmal ein Schwein. Ach, das arme Schwein hat keine Chance gehabt. Nein, nur eine Haut, keine Knochen. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Ja. Ja, ich weiß, Aloy. Halt mal die Backen. Ich würde auch sagen, dass das wird. Wo? Wer hat das gesagt? Nein, kein Alarm. Ich nehme das hier mal mit, wenn es keiner außer mir will. So, Stürmerhorn. Wo ist denn der Anführer? Das heißt, die Visionen hätten sich verändert. Wenn wir den Hain einnehmen, werde ich es selbst sehen. Nix ist mit Hain einnehmen. Boah, weiß nicht, ob das drei Pfeile Verschwendung war. Ihr müsstet mich zumindest mittlerweile kennen. Mensch, brauchst du lang, um umzufallen? Mach's doch nicht so dramatisch. Es tut mir mehr weh als dir. Oh, so viel Schwein hatte ich selten. Her damit. Laufen die hier einfach im Rudel rum. Du hast nichts gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Komm, und dieser Rebell hat schwere Ausrüstung. Ja. Ich habe auch das Gefühl. Fall runter. Nicht auf mich. Nein. Boah, beinahe ist er ausgeschalten worden. Ja. Mal sehen, ob ich wieder einige dieser Marken finden kann. Bestimmt. Wie ich gedacht. Wo ist denn die Waffe hin? Ist die runtergefallen? Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall kümmern uns jetzt um sie. Es gab drei Fertigkeitspunkte? Na, bestimmt vom Level ab. Ich lasse euch nicht weg. Hui, in die Schädeldecke. So, da oben ist noch einer, der mit Flammenpfeilen spielt. Natürlich können wir. Haben genügend Helfer-Items heute. So, da hinten ist auch noch einer. Ich treffe nicht. Ja, das liegt daran, dass ich mich bewege. Ich tue mich damit auch schwer. Waren das alle? Nee, noch nicht. Sie sammeln wohl Vorräte an. Wahrscheinlich aus anderen Dörfern geplündert. Da bist du. Und sagst nichts. Außer... Ah, mein Kopf. Das waren immer noch nicht alle. Wo seid ihr denn? Ich glaube, ist noch nicht abgeschlossen. Nee, ich will keine Steine aufheben. Auch Söhne des Prometheus. Was machen die schon wieder hier? Ist noch nicht abgeschlossen, oder? Nee. Irgendwas? Was hättest du wissen müssen? Kannst dich aber schön abrollen.
Nahkampf mit dem Bogen. Oh, nicht getroffen. Die Luft ist rein. Hoffentlich bleibt das auch so. Ich hab doch nur in deinen Rucksack getroffen. Wieso stirbst du davon? Na gut, die Luft ist hier so rein. Dann jetzt aber nach Steinbruch, Bruchsal. So ist es leicht. Keine Ahnung, wie es heißt. Schluchtenscheißer Stadt. Schluchtrand war es, glaub. Man muss hier in eine riesen Schlucht kommen. Und was haben wir da unten? Zumindest noch das Lagerfeuer. Ich hoffe, das Teil lebt da nicht. Nee. Das eine Teil nicht, das andere schon. Ah, ich habe schnell gespeichert. Wollte ich gar nicht, aber ich habe E gedrückt gehalten. Für eine ganze Weile schon. Passiert den Besten. So, hoch mit uns, hoch mit uns, hoch mit uns. Aloy, kriegst du das hin? Ich würde sagen, nein. Dann geh mal. Ja. Hör mal auf zu überdramatisieren. So. Haben es doch noch hochgeschafft. Wenn auch auf Abwägen. Mm, ein starker Duft. Das sind bestimmt meine Achseln. Ich weiß nicht, wann Aloy das letzte Mal geduscht hat. So. Ach, deswegen heißt es Schlucht dran. Gut, wir nehmen die Brücke. Auf keinen Fall wollen wir unsere nicht mit Wasser in Berührung kommen Strähne kaputt machen. Die Achseln sollen unsere Feinde schön vertreiben. Dankeschön. Nennt mich Aloy Feuerzopf. Servus. Ne, grüßen wollen wir keinen. Ich will nur gute Ausrüstung. Schluchtrand. Sag ich doch. Ja, nur gezückte Klingen sind entzücken. Flammenkuchen, Flammenfrüchte. Her damit. Kaufen. 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 Wunderbar. Die Firma dankt. Und ich loote. Ich loote. Da oben hat jemand eine Quest für mich. Die müssen wir natürlich noch annehmen. Nicht machen, aber annehmen. Was willst du? Eine Ehre, Streiterin. Ich bin Nako. Warst Hallo, du schon Nako. Draußen im Tal der Gefallenen? Ja. Ich glaube nicht. Warum? Was gibt's dort? Viele Gefallene. Mein dummer kleiner Bruder. Das Tal ist ein Test für Ausdauer und Geschick für meinen Clan, die Tiefländer. Doch, schön für euch. Es ist seit Monaten geschlossen. Befehl der Kommandantin. Es gibt Berichte über merkwürdige Lichter unweit der Küste. Nein. Im Gebiet wimmelt es von tödlichen Maschinen. Macht doch nichts. Doch Dax, rücksichtslos und ungeschützt, ging dennoch hin. Was ist denn das für ein Name? Nein, nicht. Dax. Hat zwei andere überredet, mit ihm zu gehen. Sie werden seit Tagen vermisst. Irgendwie cool. Shaman Ivira wurde gesandt, um sie rauszuholen. Ja, sag mir doch einfach, was ich tun soll. Und vermisste Soldaten. Und vor allem, wie viel ich verdiene. Ich würde selbst gehen, bin aber auf Transportdienst. Tja, so ein Pech. Ich versuche, deinen Bruder zu finden. Wo ist dieses Tal? Westlich wahrscheinlich. Von hier. Richtung Küste. Guck nach dem Kletterpfad bei den Klippen. Er markiert den Beginn des ja, Tals. Ja, danke. Wenn du meinen Bruder siehst, gib ihm einen Tritt dafür, dass er mir Sorgen macht. Okay, ich hau ihm in die Eier. Und sag, dein Bruder hat es gewollt. Das kann nichts Gutes sein. Ich sollte ja, das glaube ich auch. Ja, Aloy, chill mal. So, wieso wollte ich nochmal nach Schluchtrand? Wegen Jägerbedarf. Sucher Jägerbogen. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Großer Maschinenkern und Stöberer Stolperfalle. Puh. Stolperfallen habe ich jetzt selten verwendet. Und der Bogen ist gar nicht so schlecht. Vor allem der Froschschaden und der Sprengschaden, den er irgendwann macht, wenn ich das richtig deute. Und dafür braucht man nur einen großen Maschinenkern. Können wir den hier direkt kaufen? Nein. Nein, nein, nein. Aber wir können Maschinenmuskel kaufen. Kann ich auch auswählen, wie viele ich haben möchte? Ja. Ah, anscheinend nur zwei kaufen. So. Behemoth, Kraftlader, Grabklaue, explosiver Schlamm. Hast du nicht irgendwie was Cooles noch? Outfits. Betont mein rotes Haar. Finde ich gar nicht so schlecht. Von den Werten würde ich sagen, ist in Ordnung.
Wieso haben wir denn so wenig große Maschinenkerne? Verstehe ich gar nicht. Alles weggecraftet wahrscheinlich. So, Vorrat öffnen. Vielleicht ist da ja was drin. So, Kategorien aufgefüllt, Rohstoffe. Nö, das sieht nicht gut aus. Faserwurz, Kristallgeflecht und Schlamm. Mehr als genug Schlamm. Unbekannter Maschinenstreit. Damit wollen wir uns nicht anlegen. So, was musste ich hier jetzt machen? Gar nichts. Oder ist hier jemand drin? Zumindest Loot ist hier drin. Ja, anwesend. Schluchtrand. Ja, hört mal auf, alle gleichzeitig zu labern. So, was haben wir hier noch? Quest ist doch da. Pharaohs Grab. Okay. Verteidigung. Stärke sei mit dir. Hey, und Stärke sei auch mit dir, mein Freund. Sei gegrüßt, Kriegerin. Ja, hi. Ich bin jetzt mitten auf dem Wegpunkt. So, da ist noch ein Lagerfeuer. Vielleicht wollten die, dass man hier nochmal auffüllt. Ah, da ist jemand, dem ich... Ah, das ist nur der... Nur der Koch. Okay. Guten Tag, Fremde. Weiß echt nicht, warum ich hier sein sollte. Hab doch jetzt alles besucht. Gut, den Maschinenstreit könnte man noch aufdecken, aber wozu? Dann wollen wir mal weiter. Nach Dornmarsch. Auf, auf, Dorn, Dorn, Marsch, Marsch. Irgendwie so. So, da unten ist ein nettes Vieh. Kann ich das hier wegmachen? Anscheinend nein. Dann mach mal erstmal Dornmarsch. Und Quest markiert, okay. Quest ist nicht markiert, aber das passt schon. Ich wette, das Eutertier hat da schön Maschinenkern für uns. Einen richtig, richtig großen. So, Pfeile sind da. Boah, passt. Wird schon schief gehen. Irgendwie. Was haben wir denn da? Noch ein Gräber, der hier aufpasst. Schockmunition für den Rotaugenwächter. Boah, ein schöner Brüllrücken kann auch entzücken. Guck mal hier. Der hat nicht wirklich hergeguckt. Ja. Chill mal. Kann man das nicht einfach absprengen? Na, zumindest ein bisschen was kann man absprengen. Gib mir deinen Maschinenkern. Oh, ist er schon explodiert, ohne dass es viel gebracht hat. Dann nehmen wir die normalen Pfeile. Ins Bein! Oh. Ans Doppelkinn! Bleib mal stehen! Oh, wir haben unbedingt nach dem Kampf noch Skillpunkte, die wir ausgeben sollten. Komm, du hast auch Kerne da unten. Das sehe ich sofort. Hui. Munition leer. Ja, chill, Aloy. Das Hammer doch im Nu. Siehst du, musst nur Vertrauen in mich haben. Ich weiß schon, was ich anstelle. Halbwegs. So, anscheinend war kein Maschinenkern drin. Zumindest nicht unmittelbar. Liegt vielleicht noch irgendwo verteilt. Dschungel-Golddorn. Lecker. Und Pflanzi. So, was haben wir da? Nabelschwein. Wie ist das denn draufgegangen? So, da haben wir Rotaugenwächter. Dann hat der aber echt wenig lootbare Teile fallen lassen. Und finde ich aber schlecht. Ich mag doch lootbare Teile. Na gut, dann... Ah, Rotaugenwächter, Kampfgebiet voraus. So, Fertigkeiten. 16 Stück Hammer. Ich würde sagen, hier machen wir den erstmal fertig und wählen auch wieder einen anderen Mutstoß. Was fehlt denn überhaupt? Jägerzeichen. Bauteil Zerstörungsschaden plus 300. Dann lasst uns das doch mal ausrüsten. Achso, nee, das ist das mit dem Markieren. Das ist ja ausgerüstet. Powerschüsse. Und noch mehr Powerschüsse. Und dann sind alle Fertigkeiten fast schon... Okay, der Baum ist komplett. Dann würde ich gern das wieder auswählen. Ausrüsten.
Hui. Und was haben wir hier oben? Fernkampfmeister. Waffenausdauer, Regeneration 200%. Ui. Aber hier haben wir Fernkampfschaden 200%. Und wir haben Konzentrationsrückgewinnung pro Treffer. Nicht schlecht. So, der nächste Baum, den wir machen, ist eventuell der Gesundheitsbaum. Zumindest habe ich mal in meiner Nicht-Let's-Play-Zeit hier die Skills nochmal angesehen. Und irgendwas Cooles gab es hier. Pflanzensammlerin. Sammle mehr Rohstoffe von Pflanzen. Das fand ich eigentlich relativ praktisch. Aber das geht ja nur um Health-Items und, keine Ahnung, grünen Pfeffer oder so. Nahkampfzünder. Das könnte man eigentlich auch machen. Grittestärkung. Energetisiert, Dauer, Nahkampfschaden, Resonatorschaden. Hab doch nicht mal einen Resonator. Erleide weniger Schaden, wenn du eine eigene Falle oder ein Stolperdraht auslöst. Muss nicht sein. Geschickte Plünderin, muss nicht sein. Was haben wir denn hier? Niedrige Gesundheit, Fernkampf. Boah, warum nicht? Springen, Ausweichsprung, Hexlamine, Nahkampf, och, das ist alles nicht so pralle. Unauffällig, mach dich für Gegner schwerer sichtbar. Einmal her damit, das ist ja noch nützlich. Rauchbombenkapazität, warum nicht, mag ich eigentlich. Und stiller Schlag, Heilung. So, jetzt haben wir keine Skillpunkte mehr zu vergeben. Jetzt müssen wir die uns erst wieder mühsam verdienen. Ich würde sagen, das Lagerfeuer nehme ich mit. Irgendwann braucht man bestimmt Rotaugenteile. Und dann haben wir hier schon mal ein Lagerfeuer. So zumindest der Plan. So. Lagerfeuer. Und ich glaub's noch nicht. Ein Rebellenaußenposten. Na, wenn er direkt irgendwie auf dem Weg liegt. Tut er zwar nicht, aber wir werden ihn trotzdem zerstören. Da ist noch so ein Brühlrücken. Ja, könnte. Könnte aber auch alles viel schlimmer machen. Irgendwie. Wo ist denn dieser Rebellenaußenposten? Hab nur Gutes von denen gehört. Komm ich da nicht hoch? Komm schon, halt dich an den Wurzeln fest. Ja, irgendwie. Irgendwie. Wir schaffen's. Wir schaffen's? Wir haben es geschafft. Na also, dann hauen wir den Rebellen auf die Fresse und dann gehen wir weiter. Unbekannter Unterschlupf oder... Keine Rebellenaußenposten. Ich sehe nichts. Ich muss den Anführer finden und erledigen. Ja, wo ist er? Was ist da unten? Alte Vorratskiste. Und alte Truhe für Wertgegenstände. Da steht bestimmt mein Name drauf. Von mir aus könnte es ein bisschen heller sein. So. Wieder eine alte Skulptur drin. Ah, das hätten sie ein bisschen abwechseln können. Ich mag doch auch legendäre Teile, die ein bisschen anders aussehen. So. Also, das sind nur diese Flussbieren. Ah, anscheinend auch heilende Bieren. Tauch doch wieder auf, Eloy. Da unten bringst du uns nichts. So, Anführer ist wahrscheinlich da. Irgendwo auf dem Konstrukt. Ja, ja. Wer ist das? Ich bin's. Eure Vernichterin. Ja, hat jemand gesehen? Ich hab nichts gesehen. Wir sollten nachsehen. Wie kommt man überhaupt zu euch rauf? Sucht, aber nicht allein angreifen. Vielleicht sind wir ein bisschen paranoid. Schaut euch um. Ich zähle auf Rücken. Bin drin. Lust auf einen Kampf, Leute? Der mit der schweren Rüstung ist der Boss dieser Truppe. Da drauf wäre ich auch gekommen. Oh je, ungeschützter Kopf. Der hätte ausweichen sollen. Wie ihm seine erste Kommandantin befohlen hat. Was? Nein. Kannst nicht zu einem Nein sagen. Manche Leute. Au. Ich sollte sie zum Hain bringen, wenn ich Zeit habe. Ja. Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig.
Sehr gut. Wer hat denn da die Rauchbombe geworfen? Das war doch nicht ich. Immer weiter feuern! Ich feuer doch immer weiter. Was wollt ihr von mir? Aus der Bewegung getroffen. Dann muss ich den nur irgendwie noch... Wo bist du jetzt wieder? Ich hab mich doch nicht bewegt. Ich loot noch eure Toten. Das Fass! Draufschießen! Ihr macht nur eure eigene Maschine kaputt. Au! Das hat wehgetan. Das war auch nicht sehr angenehm. Lass mal ein paar Bauteile für Papa hier. Na. So viel sind's ja nicht. Nein, ich falle, Aloy. Komm mal wieder hoch. Was gefunden? Nein. Die machen ihre Festung auch immer komplizierter. Reiß dich zusammen. Kann ich das abschießen? Nö. Boah. Ha! Gerade im richtigen Moment noch gezückt. Wieso? Wieso, ouch? Hab doch alles richtig gemacht. So, jetzt aber nochmal. Nee, nicht alles okay. Ich bin runtergefallen. Mal wieder. Komm, Aloy. Die Maschine noch platt machen und die eine, die irgendwie immer rumruft. Und dann haben wir's auch hinter uns. So, da ist nur ein Greifpunkt. Wäre schön, wenn die mal die Flucht ergreifen. So, können wir den einfach wegsprengen? Schwach gegen Löschwasser. Hab ich schlechte Neuigkeiten. Schon. Halt mal deinen Schwanz ruhig. Boah. Aloy, du sollst nicht so Rückstoß erleiden. Also das sind schon miese Viecher. Ich finde die mies. Die Krallenschreiter sind echt nicht so mein Ding. Aber irgendwie sterben sie ja dann doch. So, und eine haben wir noch. Schöne, schöne kaputte Autos wieder. So, da unten war doch noch eine. Hat's aber nicht weit gebracht. Dieser Außenposten macht keinen Ärger mehr. Sehr gut. So, alle Toten können wir weitergehen. Pflicht erfüllt. Da ist noch ein Datenlog. Werd ich mir auch nicht ansehen. Zumindest nicht in nächster Zeit. Vielleicht, wenn mir mal ganz langweilig ist. So, der Unterschlupf sollte auch noch aufgedeckt werden. Zumindest ist der schön in Reichweite. Ah, ist aufgedeckt. Das reicht mir. Schön gleiten. Ja. Gleiten und, Angst und Schrecken verbreiten. Rede mit Kotalo. Nee, ich will nicht gerade mit Kotalo reden. Der kriegt seinen Arm schon wieder. Soll ihm Gaia halt mal helfen. Kann auch nicht alles tun. So, einfach geradeaus auf Nabelschweine schießen und ansonsten nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. Gibt aber so schönes Zeug hier. Man könnte sich ablenken lassen. Fragezeichen voraus. Ich hoffe, es ist eine PS5. Ich schätze aber nein. Es ist nur mehr Schmerz. Was seid ihr? Spitzen... Was ist denn Kletterkiefer? Seid ihr Affen? Ihr seid Affen? Ich habe keine Schockmunition. Nachladen, Aloy. So viel dazu. So viel dazu. Kann ich Fallen aufstellen? Auch noch Pirscher. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Gib mir deinen Tarngenerator. Vielleicht sollte man die mal abschießen. Okay, der erste ist gleich tot. Von den Affen. Ja, dass hier auch Pirscher sind, die werden mir gar nicht angezeigt. Schnell ausweichen. Und Zünder. Und hier ist eine Waffe.
Aha. Oh. Triff doch mal Eloy. Aha. Pirscher am Boden. Pirscher am Boden. Mir geht's auch nicht so gut. Boah. Einer nach dem anderen. Was ist aus dem guten alten Prinzip geworden? Kein Hilfe-Item mehr? Ich verbrauche die zu schnell. Nein, an den Tränken vorbeigescrollt. Das ist so nervig hier. Dankeschön. So, wir brauchen Mut. Das lässt sich nur mit einer ordentlichen Portion Mut gewinnen. Komm schon. Wo ist denn der Pirscher? Ich glaube, da hinten. Stirb, du Affe. Gib mir deinen Schwanz. Das ist auch in Ordnung. So, wo ist der Rest von euch, Banausen? War da nicht noch ein Pirscher am Leben? Ist egal, erstmal looten. Danke für den Loot. Der tut gut. Rohstoffscanner. Stein. Waffe. Schrottteil. Und da ist hier noch einer. Jo. Hack dich! Du auch noch. Gibt's denn sowas? Und schleich dich einfach an. So, so ist recht. Pirscher durchsuchen. Und noch schnell die Teile. Antenne. Die stecke ich mir gleich gern in den Hintern. So, Minenwerfer. Stein. Pirscher Tarngenerator. Genau, was ich brauche. So. Jetzt bist du auch erledigt. Wieder ein Aufstieg. Das ging schnell. Aber so schwer war das jetzt auch nicht. Gut, ich habe all meine Hilfe-Items verbraucht, aber ich drücke auch sehr oft Q. Warum auch immer. Wäre schon geil, wäre das bisschen effektiver, die Hellpflanzen. So, weiter im Text. Ich glaube, wir müssen noch ein, zwei Affen looten und dann können wir weiter. Boah, und Hilfe-Items gibt es ja zum Glück auch. Das nehme ich gern mit. So, was haben wir da? Flugschreiber immer noch. Ah, und da ist eine Metallblume. Okay. In der Nähe ist ein Flugschreiber. Den könnte ich zur Sammlung am Hain hinzufügen. Ja. Wenn es dir Spaß macht, Aloy. Wenn es nicht umständlich ranzukommen ist. Oh, die sind wieder so dunkel da drin. Kann ich nicht einfach hier durch? Um die Tür zu öffnen. Ja, ich schätze, ich muss hoffen, dass hier irgendwo ein Akku ist. Woher weißt du, was ein Akku ist? Energiezelle könnte ich ja noch verstehen, aber Akku? Na gut, ist ja im Prinzip dasselbe irgendwie. Na gut, von mir aus müssen wir den Flugschreiber jetzt nicht unbedingt da rauslösen. Gibt immer ein nächstes Mal. So, aber die Metallblume vielleicht? Die kommen in meinen Rucksack. Laut Signal ist da drin noch eine Aufzeichnung. Ja, ja. Metallblume? Ungefähr. Sind das Osseran? Weiß ich nicht. Wir schauen gleich nach. Oh, wieder Pirscher. Was hat das jetzt gebracht? Hallo? Ah, Energiezelle. Und Loot. So, na gut. Die Energiezelle können wir dann doch noch irgendwo reinstecken. Scheint hier nicht weiter schwierig zu sein. Wenn da drin jetzt noch ein Rätsel ist, habe ich aber keinen Bock darauf. Ich will die Hauptquest machen. Ich weiß, ich verhalte mich gerade nicht so, aber trotzdem. Loot ist auf jeden Fall wichtig. Sehr gut. 1 von 12. Ist das ein Unfall, dass die Roboter sich befreit haben? Ja, bestimmt. Weil sie nicht stoppen konnte? Schau doch mal genau hin. Was jetzt? Soll das eine interne Verschwörung sein?
Glaubst du, Farrow und die anderen entvölkern den Planeten? Was bist du denn für eine Maschine? Ganz genau. Muss ich nachladen. Ah, du bist auch ein Pirscher. Wir werden abgeschlachtet und die CEOs und so kriegen was übrig bleibt. Das klingt richtig, dass die CEOs kriegen, was übrig bleibt. Wir sind ein Opfer. Ihr seid große Opfer. Farrow war vielleicht verantwortlich. Ist der Grad vor mir einfach gespawnt? Das war das Problem. Brauch mal was von den guten Feinden. Au. Als Farrows Maschine alles Leben vernichtet. All diese Leute starben. Wegen eines Egos. Ja, das ist nicht ungewöhnlich für die Menschheit. Da fliegt, es muss noch einen Flugschreiber geben, der ein Signal sendet. Ja, es gibt anscheinend noch 11. Legt euch nicht mit Pirschern an. Und wenn doch, gebt mir ihre Teile. Ja, Waffe ist gut. Da unten liegt auch eine Waffe. Ich will ihnen aber eher die Tarngeneratoren abschießen. Da ist doch einer. Ausweichen, ausweichen! Habt ihr sie gehört? Ihr müsst mehr ausweichen. Minenwerfer. Minenwerfer. Noch ein Minenwerfer. Warum nicht? Ich ja, glaube, das war der letzte Minenwerfer. Ja, für was braucht man die? Ich hab eine Waffe. Braucht ihr noch Hilfe oder habt ihr es im Griff? Lebt ihr überhaupt noch? Einer lebt noch. Hallo. Alles gut. Mama ist jetzt da. Oh. Aus der Schussbahn. Na gut. Der ist down. Die haben hier aber echt keinen leichten Standort gewählt. Und Tarngenerator. Hier drüben, Jägerin. Ja, chillt mal. Neuer Datenpunkt. Alter Loot. Ja, damit. Ja, was willst du? Du sagtest, du brauchst Minenwerfer? Bitte sehr. Hat er das gesagt? Ach, danke. Salga! Hä? Das waren meine Minenwerfer. Salga darum auf, okay? So, rotes Haar. Tötet Maschinen, wie ich Bier trinke. In reichlichen Mengen? Das muss doch wohl die Retterin von Meridian sein. Und die Retterin der ganzen Welt. Reicht. Würdest du mir verraten, warum ihr mitten im Tenakt-Gebiet Pirscher jagt? Für die Tarngeneratoren? Plündern. Ah, wo ist der Unterschied? Ihr seid also Plünderer. Gehört ihr zu Kerufs Leuten? Ja, allerdings. Schön für euch. Und ihr wollt für ihn eine Rüstung schmieden. Hier draußen? Unser Anführer, Warend, war besessen vom verbotenen Westen. Er hat jede Geschichte darüber verschlungen. Und er war überzeugt, dass er die Teile für die Rüstung im Dschungel findet. Dann soll er selbst nachsuchen gehen. Vor den Tenakt? Oder vor Maschinen? Er dachte, wir könnten ihn ausweichen. Doch vor ein paar Tagen trafen wir auf einen Donnerkiefer. Warend konnte ihn vom Lager weglocken. Doch er kehrte nicht zurück. Ist doch gut, wenn der Donnerkiefer jetzt nicht zurückgekommen ist. Wir haben nicht mal die Rüstungspläne. Sie sind weggesperrt. In der Truhe. Pech? Vielleicht kannst du ihn suchen. Was kriege ich dafür? Selbst wenn du nur seine Leiche findest, sollte er noch den Schlüssel haben. Ich kann es versuchen. Kümmer du dich jetzt um deine Leute. Mach ich? Hier. Alles, was du wissen musst, steht im Vertrag. Bin überrascht, dass du lesen und schreiben kannst. So. Er war bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und damit hat er das Sagen. Ja. Okay, Minenwerfer haben wir anscheinend schon besorgt. Der Schildflügel hält. Gut, da ist noch so ein fieses Teil. Nur diesmal kann Säure spucken. Und gegen die Säureteile hilft Feuer, oder? Nee, Plasma. Plasma stecken, Kollege. Na komm. Wo bist du hin? Aha. So. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie Plasma funktioniert. Würdest du einfach drauf gehen? Nein? Gut. Kann man nichts machen. Komm schon.
So aggro kannst du doch gar nicht werfen. Ich hab gesagt, ich mag euch nicht. Da sind mir Pirscher ja noch lieber. Und die fand ich im ersten Teil richtig gruselig. Und Behemoth ist auch noch da. Ja, einer nach dem anderen. Was verstehen die alle im Prinzip nicht? Spreche ich Spanisch? Oh, das war Löschwasser, das bringt ja nichts. Säure. Explosion? Tut doch jedem gut. Nein. Ach, Aloy. Nicht immer runterfallen. Okay. Hui. Der Krallenschreiter lebt auch noch. Au, au, au. Wieso hat das nicht getroffen? Jetzt hat's getroffen. Trink. Dankeschön. Der hat bestimmt einen großen Maschinenkern für uns. Komm schon. Mach was mit deinem Geld, Aloy. Ja. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das Teil lebt ja immer noch da hinten. Durch den Baum durch ist unfair. Abgesprungen. Abgesprengt. Komm schon. Das war alles, was ich hatte. Ja, und das war aber auch alles, was er an sich hatte. So, was hilft dagegen? Feuer. Und bist du... Oh, das ist ja ein ganz neuer. Der ist ja komplett neu. Stirb! Stirb schneller! Stirb an einem anderen Tag! Nee, stirb jetzt! Boah, was für ein fieses Ding! Sind das jetzt Treffer oder nicht? Ich glaub nicht. Fortgeschrittene Pfeile. Das Ding verträgt keine Hitze. Ja, doch schon relativ gut, muss ich sagen. Ich vertrage aber keine Säure. Wieso werde ich immer damit beschossen? Boah, bleib doch stehen. Aloy, hör mal auf zu stöhnen. Ich muss mich konzentrieren. Schwanz! Ja, ist ja gut. Ja. Ist ja wie schlimmer als Tennis spielen. So, jetzt brauchen wir noch den Behemoth. Das kann ich nicht aufsammeln. Schade, ich dachte, ich hätte ihm jetzt tolle Teile abgeschossen. So, nur noch ein Hilfe-Item. So eine Scheiße. Und das Dickerchen ist entkommen. Aber vielleicht liegt da was. Kraftlader. Ah, da liegen ja ein paar gute Teile. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Wer denn? Wo ist er hin? Ja, wird ja irgendwo hingewandert sein. Ah, da ist er. Da ist er ja. Komm schon, ich will nur deinen Maschinenkern. Überlass ihn mir. Au. Bin doch so fragil. Läufst du mal in eine der Fallen? Oh, nicht noch ein Krallenschreiter. Das muss nicht sein. Komm schon. Gesundheitstrunk unten auswählen. Da ist ja einer. Letzter Schuss. Ja, irgendwie hatte ich das befürchtet. Dann wird's Zeit für Mut-Doppelkill. Irgendwie. Der haut immer ab. Hey, der ist gestorben durch meine Falle. Es bringt ja was. Einfach so umgedöst ist der. So, und wo ist der Krallenschreiter da oben? Der interessiert mich, glaub ich, nicht so. So, sehr schön.
schön das ganze Zeug einverleibt. So. Mal irgendwie noch was abgesprengt. So, mein Mut ist natürlich jetzt am verbraucht werden. Tatsächlich nicht noch Lust gegen den anderen Krallenschreiter zu kämpfen. Oh, so viel dazu. Bin schwierig bei denen die richtigen Teile zu finden, die Schaden machen. Vielleicht scanne ich ihn nochmal. Ja, ich bin doch noch ausgewichen. Also da, ja, sitzt was drauf. Ah, der springt auch so schnell. Und da ist gleich noch einer. Da sind das Affen wieder. Ich glaube, das sind wieder Affen. Ganz schön fies, der Dschungel. Komm schon, lass mich einmal in Ruhe. Falle? Aber doch keine Löschwasserfalle. So ihre Falle. Toll, danke für nix. Und das hat hier nicht viel gemacht. Boah. Ich hasse diese Dinger. Oh, jetzt geht mir die Munition auch noch aus. Voll ans Bein. Dankeschön. Boah, was für Mistkerle. Bohnenkraut. Falle. Ja, ja. Entschärfen. Bevor jemand anderes aus Versehen reinläuft. Steine, die mir in den Weg gelegt werden. Hauptsächlich von mir selber. Da ist doch noch ein Lagerfeuer. Wäre vielleicht mal angebracht zu speichern und auf dem Weg mehr Hilfpflanzen zu sammeln. Gut, Essen hätten wir auch noch ein bisschen. Und ein Nabelschwein. So. Irgendwann brauche ich die. Ja, wir kennen uns früher als später. So, einmal zwischenspeichern. So, noch 600 Meter. Die kommen jetzt hoffentlich ein bisschen schneller voran. Boah, vielleicht sollte ich einfach dem Weg folgen. Nicht so viel Scheiße drumherum machen. Abprallbombe und Bombenbündel. Funktioniert wahrscheinlich ähnlich wie bei den Pirschern. Ich höre wieder ungutes Robovogel-Geräusche, glaube ich. Oder sonstige Dschungelgeräusche. Hui. Hui, hui. Da sind ja die Brüllaffen. Nein, danke. Nicht interessiert. So, noch ein Lagerfeuer in der Nähe. Und da hinten. Schritt für Schritt kommen wir näher. Nur noch 500 Meter. Die machen wir heute auf jeden Fall noch. Ich weich allem aus, was böse ist jetzt. Ich will doch unbedingt weitermachen. Mit der Hauptstory. Dauert so ewig hier hinzulaufen. Ist schon eine richtig, richtig schön große Welt. Und guckt mal. Das Spiel weiß wieder, dass ich so scheiße bin. Deswegen wachsen hier so viele heilende Beeren. So, 12 Stück reichen aber dann. Nur noch 400 Meter. Ich freue mich. Wer hat mich entdeckt? Das noch drehen. Was seid ihr? Stürmer, die nicht richtig geladen sind. Das finde ich aber nicht schön. Bringt eure Textur mal in Ordnung, bevor ihr Leute angreift. So. Lagerfeuer aufgedeckt. Mensch, ist das schön hier. Schaut euch das an. Sehr bombastisch. Vielleicht wird das Thumbnail. Eloy, dreh dich mal um. Schau mal ein bisschen lächelnder. Na gut. Bringt ja alles nichts. Kein Thumbnail-Material. Aber auch das hat nicht geladen da hinten, oder? Was seid ihr? Doch. Sonnenflügel. Wieso ist der eine halb unsichtbar? Ist egal. Ist gerade nicht meine Aufgabe, das rauszufinden. So viel weiß ich. Pfeile haben wir viel verbraucht. Reinholz auffüllen schadet definitiv nicht. Und noch 250 Meter.
Also so langsam kommen wir voran. Viele tote Tenakt. Also wirklich langsam. Die Tenakt sind gestorben. Ich sollte mir die Leichen ansehen. Wow. Sieht tot aus. Hat keine Wertgegenstände, interessiert mich nicht. Die Tenakt sind im Kampf gestorben. Aber gegen was? Mein Fokus zeigt vielleicht mehr. Vielleicht. Ich sehe nichts. Plünderer, Schrotthaufen, Feuerbrüllrücken, nein danke. Eine Mauer, ein Baum. Ja, ist ein fettes Teil dagegen geflogen. Diesen Baum umgestoßen. Was auch immer die Tenakt getötet hat, es war stark. Oder fett. Manchmal ist kein Unterschied dazwischen. So, da ist noch ein Rebellenaußenposten, aber ich halte mich zurück. Zwei, drei haben wir ja schon erledigt. Bevor ich weitergehe. Warum? Eloy, warum? Was kann ich denn hier tun? Da ist noch eine Leiche. Da ist die auch nicht geladen. Okay. Mal sehen, ob ich rausfinde, wie die Tenakt gestorben sind. Ist das so wichtig? Ist das wirklich so wichtig, Eloy? Ich sehe nichts. Kann man nicht akzeptieren, dass sie tot sind? Vielleicht ist ein Auto vom Himmel gefallen. Vielleicht das, was Elon Musk in den Weltraum geschossen hat. Fischreuse. Anscheinend sind die Tenakt darüber gerannt, als sie herkamen. Genau, und mit den drei Hinweisen kombinieren wir jetzt was? Das ist ein Riesenfisch. Ja. Spuren. Ja. Ach, muss ich die zurückverfolgen? Na gut. Ja, stimmt. Da, wo ich herkomme, sind sie ja draufgegangen. Das bringt nichts. Ja, Feuerklauen-Aria. Gehen genau darauf zu. Eine Feuerklaue. Stufe 42. Ich bin raus hier. Ich bin raus hier. Lauf, Eloy! Da sind mir die Rebellen ja lieber. Nee, wir gehen in die Stadt. Die irgendwie ganz oben ist. Wieso ist der Marker so weit oben? Sag nicht, dass ich wieder klettern muss. Ich will endlich fliegen können. Wir sind gleich da. Noch 90 Meter. Was für ein architektonischer Baustil die hier haben. Passt mal auf, ich bringe mir so ein Feuerteil mit. Du sollst eine neue Rüstung haben. Ja, auf jeden Fall. Du darfst das ist sie. Die stärkste der Fremden. Ich krieg eine neue Rüstung. Jackpot. Willkommen, Kriegerin. Ja, dir auch willkommen. So, wo ist Jägerbedarf? Ich hab Bedarf an Jägerbedarf. Nee, du bist nur ein Lehrmeister. Ich bin doch schon perfekt, ich muss doch nichts mehr lernen. So, Trankfritze. Großer Gesundheitstrank. Haufen. So viel wie geht. Dankeschön. So, was willst du? Ich will Mutter. Ja, Mama ist nicht mehr da. Sie kommt wieder. Ruh dich aus. Alles gut bei dir, Kleinen? Ist sie krank? Du bist Aloy, nicht wahr? Das war vielleicht ein Kampf. Begleite mich. Kannst du nicht einfach Ja oder Nein sagen? Ich bin Ateka, Kommandantin des Tiefland-Clans. Sehr erfreut, Aloy. Das Mädchen, Zella, sie hat eine Blutjochvergiftung. Das klingt gefährlich. Seit Monaten verseucht es unser Wasser und verdirbt Essen und Trinken. Wir haben gelernt, einigermaßen damit zu leben. Aber? Doch kürzlich, einfach so, verschwand dieser Dreck fast ganz aus dem Tiefland. Nur ein Fluss ist noch rot. Wie ein Aderabzweig eines Kadavers. Aha. Also ist das Wasser hier noch giftig? Ganz genau. Mein bester Trupp, geführt von Zellas Mutter, sollte die Quelle suchen. Und sie sind nicht zurückgekehrt? Sie sind nicht zurückgekehrt. Ich bin nicht überrascht, dass du fast niemand, der nach draußen geht. Zumindest nicht in dem Spiel. Der Kulrut ein Stück des Throns auf Regala fallen liest. Du hast ihn gerettet. Leih mir deine Kraft. Gemeinsam finden wir meine. Das ist aber ein cooles Kind im Hintergrund mit dem Riesenspeer.
Ja. Ich werde mich drum kümmern. Gut. Irgendwann. Ich breche jetzt auf. Je länger sich das Blutjoch hält, desto länger leidet mein Volk. Das ist schade für euer Volk. Wie es auch der Trupp getan hat. Vielleicht entdecken wir irgendeine Spur. Bereit? Ich komm nach. Ich muss erst noch etwas erledigen. Ich werde nachkommen. Mhm. Also gut. Und ich werde vielleicht davor nachkommen zeugen. Folge ihm, dann wirst du mich schon finden. Sehr gut. Okay. Nimm mal was Eigenes in die Hand. Kann nicht alle Probleme beseitigen. Muss die Welt retten. Aloy, schau nicht so entgeistert und lass mich dich wieder steuern. So, wo ist denn hier der Jägerbedarf, Meister? Lagerfeuer, unbekannt. Kochtopfexperte, ich habe mich aber voll gefressen. Beziehungsweise ich habe mich voll gekauft. Ein Nier. Und wir kommen näher. Oh, wo muss ich denn hier wieder hoch, um zum Nier zu kommen? Du bist weit weg. Du hast dir hier einen Platz verdient. Dankeschön, dankeschön. Dich zu grüßen, Fremde. Du hast die Kuhlruhe verteidigt. Nia! Och, Aloy! Du kannst nicht alles verkacken. Ja, Tekaro zu Ehren. Was bist du denn? Ein Maler? Hast du wieder eine Gesichtsbemalung für mich? Irgendwas Cooles? Ja, das Pride-Zeichen hatten wir schon. So sehe ich ein bisschen aus wie ein Formel-1-Auto. Deutschlandflagge. Das ist ein bisschen zu gelb. Ein leichter Schnurrbart, beziehungsweise Unterlippenbart. Ein bisschen nuttige Lippen, warum nicht? Das ist komplett nuttig. Muss nicht sein, würde ich sagen. Na gut. Entschuldigung, mir hat einfach nichts gefallen. So, Rüstung. Hi. Ja, damit kann ich arbeiten. Ja, ich habe gute Maße. Machst du da? Ich entwerfe die beste Rüstung, die du je hattest. Ja, dann her damit. Für die Hekaro-Streiterin. Ja, danke, her damit. Ich habe keine Rüstung von dir verlangt. Doch, haben wir. Aber ich biete sie dir an. Du solltest dich geehrt fühlen. Ich fühle mich geehrt. Her damit. Jeder würdige Soldat trägt eine meiner Rüstungen. Sag nicht, du brauchst noch Teile. Sogar Häuptling Hekaro. Oh, die sieht cool aus. Ich fertige etwas an, das alle Clans von Neid erblassen lässt. Das ist gut, was brauchst du? Und das sind gute Rüstungen. Dafür braucht man nicht viel. Donnerkiefer-Zirkulator. Ach, nichts leichter als das. Und Spitzen-Schlängelzahnherz. Ach, die Kobras. Und Bebenzahn-Zirkulator. Braucht man noch einen mehr? Ja, das geht doch. Für die Winterbereiche ist es bestimmt ganz gut hier. Ja, ansonsten, das finde ich auch cool. Hat der irgendwie noch coole Spulen für uns? Fernkampfverteidigung, ach, plus 9%, das bringt nichts. Mein Angebot steht noch. Eine ja, Soldatin wie du sollte nur beste Rüstungen tragen. Ja, ich komme darauf zurück. Bevor wir weitergehen, hol mal sowas Legendäres. Aber hier ist noch Jägerbedarf, vielleicht muss ich ja noch mehr besorgen. Silberfremder. Da ist er doch, oder? Hallo? Unter mir. Er ist natürlich wieder mal unter mir. Da ist er. Oder da ist sie. Delta-Scharfschussbogen. Wir haben großen Maschinenkern inzwischen. Okay. Elite-Seilwerfer und Blitzstrahl-Häcksler-Handschuh. Habt ihr nie wirklich verwendet? Kriegerbogen. So ein Kriegerbogen. Jägerbogen. Und den hab ich schon, aber so ein Delta-Scharfschussbogen klingt zumindest interessant. Gute Spulen. Nur Metallscherben. Sofortige Getränkchance plus 2. Oh, das bringt nicht viel. Aha, sofortige Verwirrtchance, Verlangsamtchance. Oh, ich hatte mir ein bisschen was Besseres. Erhöhte Positionsschaden, Überspannschaden, Grünglanzansammlung. Wieso diese sofortige Chance? Das bringt doch gar nicht so viel.
korrodiert Gegnerschaden plus 18. Das bringt was. Genauso wie Feuer. Feuer plus 15 gekauft und Fernkampfschaden gekauft. Das hört sich doch gut an. So, Sprengschaden, bla bla bla, Klebstoff. Überspannenschaden wäre natürlich auch was. Schnelles Nachladen, hier damit. Grünglanzplatte hat es gebraucht. Uiuiui, war das wieder teuer. Rohstoffe. Oh, ich kann Reinholz auch kaufen. Brauche ich aber nicht. So, die kaufen wir aber in großen Massen. Nicht so großen Massen anscheinend. So, und Waffen sind so Mittel. Ja, ja, du und dein ehrbarer Handel braucht bessere Waffen. So, auf zum Lagerfeuer. Ja, ich gehe doch erhobenen Hauptes. Boah, die labern ja alle durcheinander. Na gut, ich würde aber sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.